Hi Leute, herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Ja, ich habe, wie ihr seht, mir mal eine andere Ausrüstung gegönnt, und zwar die von Edward, und so noch ein paar andere Sachen gekauft. Deswegen habe ich da oben jetzt noch einen Diamant. Und wie versprochen, starten wir in die Mission in die Beichte. Mal schauen, was uns da erwartet. Unser Plan? Unser Plan? Du bist nicht mehr mein Schüler, Bursche. Studiere deine Umgebung und entscheide selbst. Ich halte dir nicht das Händchen. Kein Ziel ist unerreichbar. Aus dem Weg! Weg! Wo zum Teufel ist Duchesneau? Wenn du keinen Schwachpunkt ausmachen kannst, erschaffe einen. Ist die Kathedrale gesichert? Oui, Monsieur. Gut. Sag sie wer, ich warte drinnen auf ihn. Überall Gelegenheiten. Du musst sie ergreifen. Ihr! Kommt mit den Schlüsseln zurück! Diebe! Und wenn alle Stränge reißen, warum opferst du dich nicht für die Sache, dein Leben für seins, bis zu alter Ehe? War das der levantinische Weg? Du meinst mit einem Dolch am helllichten Tag, weil ich ohnehin dabei sterben werde? Das wäre eine starke Botschaft. Ich mache es auf meine Art. Tu, was du willst, Assassine. Danke, danke, Armor. Für meinen Geschmack gehen gerade die Frames ein bisschen zu sehr runter. So, das Gebiet erkunden für Gelegenheiten sorgen. Einmalige Attentate, Züge 10, ein Geheimgang und zwei Alarmglocken. Okay. Ich werde nämlich doch mal ganz kurz. So, das hätte ich nochmal umgeändert gehabt und hier. Ja, aber jetzt gehen die Frames gleich mal wieder hoch. So. Beenden Sie Nebenaufgaben, um neue Missionsgelegenheiten freizuschalten. Attentats. Also man hat quasi Mission in Mission. Würde ich mal so behaupten. Also so sieht es jedenfalls aus. So, was sollen wir mit denen da hinten machen? Einmal Attentat. Also quasi einmal jemanden töten. Und einmal irgendwie dann infiltrieren irgendwie. Ah, bestehlen. Okay. Ist auch Feinde? Nee. Okay, da ist ein. Okay, der ist weg. So, dann kümmern wir nämlich den jetzt. Du willst mich nicht ärgern, Dreckskerl. Hey, mach keine Dummheiten! Ja, warum hat er mich jetzt? Drehen. Eine Leiche macht keinen Ärger. Warum hat der mich jetzt gesehen? Würde es dir helfen, wenn ich dir so stark in den Hintern trete, dass die... Zack. Au. Naja. Machen wir es halt auf die Art und Weise. So. Mit Ram Schlüssel gestohlen. Oh. So. Und zack. Weggeflogen. So. Zack. Mal weg. Okay. Wo ist jetzt das andere? Wird das gleich noch angezeigt, wenn der jetzt hier weg ist? Oder nicht?
Fall eigentlich. Aber wird das hier angezeigt auf der Map? Was ist das? Ach, das ist das Ziel. Nee, das ist das Ziel. Oh, hier gibt es eine Nomad-Truhe für gegenüberliegende Seite. Doch, dann ist das das Attentatsziel des Gelegenheitsdingens. Der ist oben. So, ich mach's mir für anders. Der scheint hier oben zu sein. So, wozu sind die Credo-Punkte? Das könnt ihr mir bitte mal in die Kommentare schreiben. Weil irgendwie kann ich mit denen gar nichts machen. Ach nee, das ist jetzt das Attentatsdings. Es hat schon was. Muss ich ja echt mal lassen. So. Sprechen? Wieso sprechen? Ich soll ihn ja töten. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ach so. Wir haben ihn wieder reingelassen, oder wie? Attentat aus einem Versteck, 2 Stück. Aha. Wie ich das jetzt gemacht habe, aber irgendwie habe ich es gemacht. Die Tür kann man nicht benutzen. War das nicht die Attentatsgelegenheit? Ach du Schande, sind das hier viele? Okay. Geh mal weg. So. Decken wechseln. Das da ein Versteck. Oh. Nee, das ist kein Versteck. Hier geht's jetzt wieder hoch. Oder wie? Okay, den muss ich also eliminieren, wie mir scheint. So. Warum? Autsch. Schade, dass das nicht als Versteck zählt. So. Ah, da ist ein Versteck. Da bei dem da hinten. So, wenn der jetzt herkommt, wäre das natürlich eigentlich einsame Spitze. Was sieht das nicht so noch aus? Da ist er. So, und. Ja. Zack. Auch den haben wir weggehauen. Kommt der jetzt hier hoch? Na los, komm hier rüber. Das wäre natürlich geil gewesen, wenn wir jetzt hätten so einfach umnieten können. Was ist denn das für einer? Was heißt das? Keine Ahnung, was das für ein Zeichen sein soll.
Ja. Ah, also hätten wir reinkommen können, wie mir scheint. Und zack. Machen wir so. Wartet hier. Es darf uns niemand stören. Sie wer? Monsieur Latouche. Ich möchte den König der Bettler sehen. Dann folgt mir. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich den in die Finger bekomme. Also, was ist so wichtig, dass ihr meintet, mich von meiner Tochter... Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Siebert, kommt weg da! Okay, so ist die Todesszene also. Hey, komm zurück! Komm wieder runter und kämpf, du Affe! So, bin noch da. Au! Zing, zing. Au! Und. Zack. Ich gebe nichts, da bist du ja! Nous n'avons peur de rien! Et surtout pas de vous parler! Haltet ihn auf! Battez les alors! Wow! Zack! Okay. Oh Mann! Und zack. Weg. Wir sollen abhauen? War hier nicht ein Aufzug? Nee, kann man den auch noch plündern? Den kann man auch noch mal plündern. Cool. Was? So ein Sack hat nur so wenig Kohle dabei. Gegner gibt's hier noch? Und mach's gut. So. Da hinten sind noch zwei. Kann man den irgendwie ranlocken? Wenigstens. Schade, das wird nicht. Das wird nicht. Hier ist noch viel jetzt. Ja. Wollt ihr mich einfach nicht sehen, oder? Ja, das ist die Kiste, die ich öffnen kann. So. Hier stimmt etwas nicht. Zack. Kommen die rum? Ah, die kommen nicht rum. Doch. Nee. Menno. Ah. Nun. So viel Geld. Nee. Was wollen wir jetzt? Ah, kann mich hier nicht nur mal einer sehen? Das ist nur das Gleiche. So. Einer oder beide? Einer reicht vollkommen aus. Einer reicht mir vollkommen aus. Jawohl. So. Dietrich habe ich voll. So. Muss ich doch eigentlich nur wieder nach hier oben.
gehe nicht unbedingt nach hier oben, aber ja, irgendwo war doch hier dieses blöde Fenster. Jetzt kann er natürlich nicht. Wo. So. Das habe ich gerade ein bisschen Angst. So. Runter. Arno, nicht überall hochlaufen. Moment. An. Na, warum nicht? Komm, du siehst mich schon. So, jetzt komm mal her hier. So, und wenn ich schon keinen töten muss, dann. Ah, da leuchtet. Da kann ich raus. Quark. So. Ah, du sollst nicht dran springen, Arno. So. Zing. Ist hier was? Jawohl, ist was. Oh. Oh. Henkersbeil. Scheiße, Deacon. Hörst du mit? Was zum Teufel ist das? Ich bin hier, Bishop. Das ist eine Serverbereinigung. Abstergo sucht nach dir. Und sie sind nah dran. Verdammt. Kannst du eine Serverbrücke öffnen? Hey, ich bin's. Bin schon dabei. Ein paar Sekunden. Novize, wir öffnen eine Serverbrücke. Finde das Portal und gehe hindurch, bevor du gefunden wirst. Ich hab's. Los. Siehst du es? Ist schwer zu übersehen. Wenn du von Server zu Server springst, solltest du ein paar Stunden Zeit gewinnen. Wenn nicht, sind wir erledigt. Naja, wir nicht. Aber dein Novize wird es voll abkriegen. Deacon, das hilft uns okay. Nicht. Diese Alarmglocken nach da hinten. Okay, wir müssen noch hier hoch. Das wird Spies de Fort, bla bla bla. Kann ich wie immer nicht lesen. Bin der französischen Sprache überhaupt nicht mächtig. Da ist es. Los! Hä? Was? Ich bin doch gerade durchgesprungen. Hä? Wo hätte ich... Ah. Okay. Von einem bestimmten Punkt aus muss man da rein. Ah, erfolgreich. Ich hätte erst Blut. Nett. Nett. Oh, komm, platt schneller, mein lieber Freund. Platt einfach schneller. Das Signal ist stabil. Gut. Du bist jetzt außerhalb der Hauptsimulation. Das hält dir Abstergo eine Weile vom Hals. Aber du wirst auf jede Menge unvollständigen und beschädigten Programmcode stoßen. Was heißt das? Das heißt, hier ist Feierabend. Das heißt für euch, wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch, Kommentar da lassen, wenn ihr Bock habt, ihr kennt das Spiel. Und natürlich beim nächsten Mal einschalten bei Assassin's Creed Unity auf meinem Kanal bei eurem Tyrant. Bis dahin, liebe Freunde, macht's gut!